Herzlich willkommen zum Podcast Tai Chi jederzeit. Zu Gast heute Birte Timsen aus der Gegend von Mainz. Birte, du unterrichtest hauptsächlich in Mainz, aber auch im Rheingau drumherum und herzlich willkommen. Ja, danke für mich hier zu sein. Ja, Birte, du unterrichtest alle Facetten des Wudang-Stils, bist im Ranking ziemlich hoch, du bist eine Linienhalterin. Magst du ein bisschen darüber erzählen, in welcher Situation du da bist und was das für dich, für dein konkretes Unterrichten und für dein Leben bedeutet? Also, es bedeutet sehr viel für mein Leben. Ich war immer interessiert daran, dass Tai Chi Chuan und Qigong und die inneren Kampfkünste so von der Quelle her zu erlernen, wobei ich auch nie genau wusste, was ist eigentlich die Quelle. Oder gibt es sowas überhaupt? Ich habe durch Zufall oder wir sagen natürlich durch Schicksalsfügung Meister Tian Liang kennengelernt. Und er ist dort ein Taiji- und Kung-Fu-Meister in den Wudang-Bergen. Da hatte ich wirklich das Gefühl, dass er von der Quelle her unterrichtet. Also dass durch ihn durch was durchschwingt, als wären so Informationen von den Ahnen, die er durchreicht. Und das hat mich sehr fasziniert. Und deswegen habe ich mich auf die Socken gemacht, bei ihm zu lernen. Und ich habe erst später auch andere Meister dort kennengelernt. Und auch die schätze ich sehr hoch. Und auch da würde ich sagen, natürlich strömt da auch was durch. Aber es gibt einfach verschiedene Linien in den Wudang-Bergen. Und die Linie, die Meister Tian Liang vertritt, das ist die Xuanwu-Pai-Linie. Und das habe ich auch erst später verstanden, dass diese Xuanwu-Pai-Linie tatsächlich auf den legendären Zhen Wu, ne, diesen wahren Krieger des Nordens, beziehungsweise auf Xuanwu zurückgeht. Der auch legendäre Zhang Sanfang, der hat seine Schule nach dem Xuanwu benannt, deswegen heißt das Xuanwu-Pai. Und später haben andere sich nach dem Zhang Sanfang benannt und die nennen sich Sanfang-Pai. Und die existieren da wunderbar nebeneinander. Die Sanfang-Pai ist eher die Volkeslinie, also da hatte sich das schon geöffnet ins Volk. Und die haben auch sehr viele Einflüsse reingenommen aus Hongkong oder aus wo auch immer die Leute in die Wudang-Berge pilgerten, während die Xuanwu-Pai-Linie eine klösterlich tradierte Linie ist und die lange so im Geheimen weitergegeben wurde. Da habe ich so gemerkt, ja, da ist die Quelle. Xuanwu könnte man als Schutzheiligen aller Kampfkünste bezeichnen sozusagen, ne? Wird symbolisiert durch den Nordstern, ist auch verbunden mit dem Sternbild des großen Bären, weshalb ich das auf meiner Facebook-Seite habe von Tai Chi jederzeit. Ihr lebt das dann sozusagen im Besonderen. Ihr denkt auch an die Tradition, wenn ihr euer Tai Chi Chuan oder Xingyi Bagua oder was auch immer ihr macht, da gerade vollzieht. Wir huldigen auch diesem Schutzgeist oder Schutzheilige, würde ich sagen, der inneren Kampfkünstler, also der daoistischen Kampfkünste. Wir haben auch in der Schule von Tian Liang natürlich Altar für Xuanwu und es wird dem gehuldigt, Räucherstäbchen angezündet und wir fühlen uns auch demütig. Ja, wenn ich praktiziere, schwingt immer mit, dass es eine altehrwürdige Linie ist. Du bist Vertreterin der 16. Generation, wenn ich mich recht erinnere. Du hast mir erzählt, dass jede Generation einen bestimmten Namen zugeteilt bekommt. Also chinesische Namen bestehen ja immer aus dem Familiennamen und dem meist zweisilbigen Eigennamen. Also die meisten von euch haben eben drei Silben im Namen. Und die zweite Silbe ist bei allen gleich, die sich in einer Generation befinden und autorisierte Vertreter dieser Generation sind. Was ist denn da dein Name? Die 15. Generation, die ist ja inzwischen etwas bekannter hier, die hat den Namen Li, also Tian Liang. Es gibt Tang Lilung, Yuan Limin. Und die 16. Generation, die hat den Namen Wei bekommen.
Und sämtliche Generationsnamen, die sind ungefähr 1279, also am Ende der Sung-Dynastie, schon festgeschrieben worden für die kommenden 60 Generationen. Da gibt es eine Liste, die haben auch alle. Da kann man genau nachlesen, Generation 14 heißt so, 15 heißt so, 16 so. Und die 17., die wird Xi heißen. Und wenn man jetzt all diese Generationsnamen in Folge liest, dann ergibt das so ein daoistisches Poem. Also es ist wirklich ja was ganz Wunderbares. Und mir gefällt das auch ganz gut, dass jetzt gerade die Wei-Generation sich so außerhalb von China auch ausbreitet. Das passt auch zu dem Namen, ne? Dass so die Saat jetzt aufgeht. Ich heiße Bai Wei Huan. Bai so wie weiß, ne? Bei wie weiß, genau, das ist ganz schnöde auf meinen Vornamen gemünzt. Ich heiße ja Birte. Mhm. Bei heißt weiß in dem Fall, Wei. Und Juan, dieser letzte, die letzte Silbe, ist wiederum zustande gekommen aus einem daoistischen Vers, den der Meister Tian selber kreiert hat. Ja, jedes Zeichen in diesem Vers, also von Zeichen 1 bis im Moment sind es 10 oder 12, hat er in der Folge der Schüler, die er aufgenommen hat, jeweils einen Namen aus ein Zeichen aus diesem Vers gegeben. Ist ein bisschen komplex. Und was bedeutet Huan und warum hat er dir Huan gegeben? Huan Yu heißt das Universum. Das ist wirklich ein großes Wort und deswegen ich habe die erste Silbe bekommen, Huan, einfach weil ich Nummer 6 in der Folge bin. Und das könnte man vielleicht mit Weltenkreis oder so übersetzen. Ja, schon ein toller Name. Ne? Hast du das Gefühl, du musst diesem Namen jetzt auch gerecht werden? Auf jeden Fall habe ich wirklich ganz demütig das Gefühl, dem gerecht werden zu wollen, weil ich fühle eine große Verantwortung. Ja, überhaupt. Also es geht in erster Linie darum, ja auch das weiterzutragen. Demut ist ja ein Begriff, der für viele nicht ganz gut verständlich ist, denke ich mir mal. Also da könnte man meinen, du läufst den ganzen Tag mit gesenktem Kopf durch die Gegend und bist ganz verhuscht. Nein, ganz und gar nicht. Ich finde, manchmal fehlt dieser Welt von heute ein bisschen Demut. Also ich finde das sogar ganz großartig und befreiend, sagen zu können, okay, ich reihe mich ein in so einen größeren Strom und weiß, dass ich da ein Teil von dem bin, ne? Und ich trage es weiter. Das finde ich überhaupt nicht verhuscht oder klein, sondern ich finde das sogar groß. Ich wollte mich nie binden, ich wollte nie heiraten, ich wollte nie einen festen Job haben. Ich finde das alles unmöglich, mich irgendwo dran zu binden und zu ketten. Aber in dem Moment, wo ich mich entschieden habe, dieser daoistischen Tradition anzugehören, da hat sich was aufgemacht, es wurde größer. Ne? Das heißt, diese Aufgabe, die auch mit dem Gefühl für Demut verbunden ist, gibt dir auch Kraft. Ja, es fügt sich alles in ein großes Ganzes und es ist auch so, wie die Suche hat ein Ende. Die anderen, die du kennst, die in deiner Generation sind, sind das auch Menschen, die ursprünglich Suchende waren und jetzt ihre Heimat gefunden haben? Es hat ja alles auch immer mit Sehnsucht zu tun. Ich denke, dass wir alle durch die Gegend laufen mit einer gewissen Sehnsucht nach, worum geht's eigentlich? Was ist es, wofür gehe ich im Leben? Wofür möchte ich einstehen? Und natürlich hat auch diese Wudang-Kampfkunst auch immer so einen großen romantischen, so ein Sehnsuchtspotenzial. Das ist mir auch bewusst, dass es so ist. Und von meinen Mitbrüdern und Schwestern, da weiß ich, dass es so unterschiedliche Motivationen gibt. Also die beiden aber, die jetzt auch Vertreter sind hier in Deutschland, das ist der Jo Augustin, Zhou Wei He, und der Dong Yanyun aus Münster, der heißt Dong Weiji. Also sie sind sogar noch aus anderen Kampfkünsten gekommen und haben auch das Gefühl, dass sie jetzt, dass die Suche ein Ende hat. Ja, sehe ich bei den beiden auch so. In China ist es manchmal auch anders. In China ist es auch so, dass sie einfach auch ganz praktisch veranlagt sind und sagen, ja, ich möchte da ein Teil von sein. Ich möchte damit mein Geld verdienen, eine eigene Schule aufmachen. Und trotzdem sind sich aber alle bewusst, dass das schon was Besonderes ist.
Unterstützt ihr in Deutschland euch in irgendeiner Weise gegenseitig? Wir treffen uns sehr häufig und wenn über Zoom, sind wirklich sehr, sehr freundschaftlich verbunden. Wir unterstützen uns, wir treffen uns online und sagen hier, ich weiß von der Foodgen-Form nicht mehr genau Bescheid, wollen wir das mal uns anschauen. Und trotzdem ist es uns erlaubt, auch andere Lehrer zu haben und über den Tellerrand zu schauen und natürlich auch unsere eigenen Wege zu gehen. Also der daoistische Weg ist schon noch freier, als man glaubt. Das klingt alles so, diese Tradition, ne, die wird von vielen Leuten ja auch vielleicht belächelt oder angezweifelt, ob das überhaupt noch zeitgemäß ist. Aber es ist alles viel freier, als man glaubt. Heißt das, dass du auch so eine Art Status einer daoistischen Nonne hast? Ich habe mich ja gar nicht offiziell zu irgendwas Religiösem bekannt, sondern ich habe einfach gesagt, ja, ich gehe den Weg und ich bemühe mich, den Prinzipien des Dao dabei treu zu bleiben oder überhaupt irgendwie zu verstehen, was ist das, was kann das sein und wo geht das hin. Meister Tien hat mal gesagt, der religiöse Daoismus, den ich dadurch jetzt nicht kleinreden möchte, aber sagte, wozu brauchst du Tempel und diese ganzen Rituale und dieses ganze Gezwirbel und Gezimbel und die tollen Klamotten? Das hat doch mit Dao schon gar nichts mehr zu tun. Also er sieht das, was er als Dao begreift, sehr, sehr pur wie das klare Quellwasser, was kein Gefäß braucht. Also fast eher zen-buddhistisch. Ja. Also es ist wirklich sehr, sehr frei und es schließt auch nichts aus. Du unterrichtest und praktizierst ja Tai Chi Chuan, Bagua Zhang und Xing Yi Chuan. Alles drei, ne? Beziehungsweise auch teilweise in Mischformen, so wie ich das verstanden habe. Machen wir mal ein Gedankenexperiment. Wir nehmen diese Bewegungskünste und subtrahieren einfach mal alles, was an Dao da drin ist. Funktioniert das noch? Ich glaube, das geht gar nicht, weil Dao einfach ist. Also es ist ja das, was schon da ist, dem kann man ja nichts hinzufügen und das kann man auch nicht wegnehmen. Also es ist sowieso da. Und wir denken nur immer, wir müssten noch was erreichen, damit es wirklich fließen kann. Aber in Dao ist da, nichts ist getrennt von Dao, deswegen sind auch die Kampfkünste nicht getrennt von Dao. Eigentlich ja gar nichts ist getrennt von Dao. Ich könnte ein paar Prinzipien nennen, die uns wichtig sind, wenn wir zum Beispiel Tai Chi Chuan betreiben, die auch daoistisch sind, ohne dass man das Wort Dao benutzen muss. Und das sind Prinzipien, die alle Kampfkünste kennen. Also zum Beispiel unser Hauptprinzip heißt Zung, also Fang Zung. Zung heißt loslassen, entspannen. Dann haben wir ein Prinzip, das heißt Kung. Kung heißt Leere, also leer sein. Das heißt, der Herzgeist sollte leer sein, der Körper frei, leer, durchlässig, auf dass das Qi frei fließen kann. Und dieses Leersein, das geht in die Richtung, in diesen Wuji-Zustand zu gehen, in den Zustand des noch Ungeteilten. Und in der Leere ist man flexibel zu handeln und mit dem zu gehen, was wirklich ist. Wir haben noch Yuan. Yuan heißt rund, fließend, lebendig, wie das Wasser. Wir haben noch das Prinzip, das heißt Huo. Huo heißt Flexibilität. Lebendigkeit. Lebendigkeit, ne? Genau. Die Form hat keine Methode und die Methode ist leer. Ne? Sowas. Das sind daoistische Prinzipien. Zu jedem Satz, den du jetzt gesagt hast, hätte ich irgendwo einen Anker werfen können und einhaken können und sagen können, ja, genau, oder kenne ich auch, oder so mache ich das auch beim Tai Chi Chuan, oder das habe ich gelesen, das steht bei Laozi oder so. Ne? Zum Beispiel, was du vorhin gesagt hast, man kann nichts hinzufügen und man kann nichts hinwegnehmen. Ne? Das steht, glaube ich, irgendwo in Vers 7 bei Laozi oder so. Weil du auch erwähnt hast, Kung, die Lehre, fiel mir dann ein, das Bild von dem Rad, also das Wagenrad, das ja in der Mitte die Narbe hat und da ist ja in der Mitte nichts. Manche sagen, so fühlt sich das Zentrum an,
also das Zentrum des Körpers, ne? Als wäre da nichts in der Mitte. Andere sagen, für mich fühlt sich das Zentrum an wie ein Schwarm von Fischen, der sich ganz gleichmäßig bewegt und schwimmen ein paar Fische in die eine Richtung, dann schwimmen alle Fische in die eine Richtung und drehen dann auch alle gleichzeitig um und das ist sehr, sehr mächtig. Und manche sagen, nein, ich fühle das eher wie einen lebendigen kleinen Kern oder wie einen großen lebendigen Ball. Hast du ein Bild für dein Zentrum? Dantien? Dantien, genau. Also ich habe ein Bild von einem großen Raum, also ein richtiger Space. Und im Zentrum dieses Raumes, da ist ein Leuchten. Aber da stelle ich mir jetzt auch keine abgeschlossene Kugel vor, sondern ein Leuchten, welches sich je nach Übungsform oder je nachdem, wie ich gerade bin, dadurch, dass ich diesen großen Raum im unteren Dantien sehr groß und offen halte, hat dieses Leuchten immer die Möglichkeit, sich auszubreiten. Und es kann aber auch pulsieren, weil ich einfach einen Raum groß halte, auf das es da rein pulsieren kann. Also ich möchte das gerne sehr unsubstanziell denken, dann habe ich da mehr davon. Und dann kann es besser pulsieren, auch wie so eine Qualle im Wasser pulsieren kann. Pulsieren, das beschreibt ja auch ein wenig die Bewegungen, die im Tai Chi Chuan zu sehen sind, welches ihr macht. Es ist sehr weich, die Stände sind häufig sehr, sehr tief, die Übergänge sind extrem weich und fließend, ganz anders als einige andere Tai Chi-Stile. Warum ist der Wudang-Stil trotzdem erfolgreich als Kampfkunst? Ich habe schon öfters gehört, dass andere Tai Chi-Stile sagen, naja, der Wudang-Stil, der wird von Leuten gemacht, die sind halt total gelenkig und ja gut, die kommen mit dem Hintern auf den Boden, aber wer weiß, ob die wirklich kämpfen können. Was sagst du dazu? Ja, es gibt viele tolle athletische Leute in Wudangshan, die da irgendwie von klein auf lernen. Es gibt auch viele, die hier aus Europa dahin pilgern, die eben auch super sportlich sind oder Tänzer sind oder lange Erfahrung haben. Die können natürlich auch spektakuläre, tiefe, tolle Bewegungen machen. Aber darum geht's überhaupt nicht. Also in dem Wudang-Stil, den Tian Liang unterrichtet, da sagt er, das sieht toll aus, aber es ist mir alles zu viel Show. Also es muss gar nicht sein. Es geht mehr um dieses Innere oder diese Prinzipien, die ich gerade eben aufgezählt habe. Und da ist es total egal, ob man da irgendwie mit dem Po am Boden rumsnaked oder ob man auf halber Höhe das macht. Man sollte es so machen, dass der Körper wirklich gelöst und frei ist. Und das geht sogar besser im halbhohen oder aufrechten Stand als in so super tiefen Ständen. Denn da hat man immer auch viel Muskelkraft dabei. Und wenn man nicht so gelenkig ist, dann tut man sich noch nicht mal was Gutes. Also darum geht es bei uns gar nicht. Bei uns geht es um dieses eher, dass wir die Bewegungen so machen, dass sie pulsieren und wie Wolken am Himmel fließen. Und durch dieses Freiwerden auch in der Partnerform, also im Chuishu, im Pushhands, uns verbinden mit dem anderen und in dieser Verbindung immer noch dieses Freisein spüren können und diese Leere halten können und andocken können und aus dem du und ich ein Wir machen und dann dieses Wir großmachend und fließend in den Raum hinein bewegen und gar nicht so sehr jetzt, dass wir ständig kämpfen wie verrückt, sondern uns geht es um was ganz anderes. Es geht um wunderbare Erfahrungen machen, die Füße zu spüren, das Zentrum zu spüren, einzuladen in den eigenen Raum, den Raum zu bewegen. Einfach so schmeckt richtig gut, das eine Freiheit zu entwickeln. Und darin dann etwas geschehen lassen können. Kann sein, dass denn, wenn jemand jetzt aus dem Chen-Stil da sehr kraftvoll sich bewegen kann, ja, vielleicht verliere ich dann auch. Aber mir geht es auch nicht ums Gewinnen oder Verlieren, sondern mir geht es darum, immer mehr in diesen großen Wuji-Raum zu kommen. Und siehe da, es gelingt tatsächlich, wie aus dem Nichts, wenn da nichts dazwischen ist,
dann auch den anderen zu bewegen. Und dann wundert er sich und ich mich auch. Also uns geht es mehr um das Innere. Für Menschen, die noch nicht so oft Tui-Show gemacht haben, ist es gar nicht so einfach zu verstehen, was du meinst mit aus dem Du und Ich wird jetzt ein Wir und dann machen wir das zusammen und erschließen uns einen gemeinsamen Raum. Das klingt so, als wollte man jetzt so harmonisch miteinander tanzen. Hm? Letztendlich, das heißt in jeder Sekunde der Bewegung mit der anderen Person zusammen, kannst du Einfluss nehmen auf die Person, wenn du es ideal machst. Ja, kannst du das noch ein bisschen beschreiben für Menschen, die von Tui-Show noch nicht so viel gelernt haben? Immer ein bisschen hat es doch mit Competition zu tun, natürlich. Ich sehe es als ein großes Spiel. Also für uns ist das ein großes Spiel. Du musst ja erstmal selber in dir klar sein. Also das heißt, es geht um sich selber kultivieren, selber frei sein, ein gutes Zentrum haben, gut geerdet sein, gelöst und alles. Der Herzgeist sollte frei sein. Also dieser Weg, den wir da gehen, das ist ja auch ein Weg der Persönlichkeitsentwicklung. Und wenn wir ständig so mit geballten Fäusten durch die Gegend laufen, dann können wir auch den anderen gar nicht adäquat begegnen. Und dann geht es darum, mitzukriegen, ja, was macht denn da der andere oder die andere, die da mir gegenübersteht und mit denen ich jetzt gerade Körperkontakt habe. Wo sind da die Füße? Wo ist das Zentrum? Was ist da die Absicht? Oder die spüre ich da irgendeine Emotion? Spüre ich eine Härte oder irgendwo eine Blockade? Bringt mich das selber gleich auch in eine Blockade oder kann ich gelöst bleiben? Und oft ist es dann so, wenn man das mitkriegt, was bei dem anderen los ist, dann springt die Aufmerksamkeit so hin und her. Ah, jetzt macht der andere das. Oh, ich wollte ja entspannt bleiben. Oh, beim anderen passiert das. Ich sollte vielleicht ausweichen. Also es ist so ein Hinher, Hinher. Und das gilt es ja auch abzuschalten. Und deswegen sage ich aus dem Du und ich mache ein Wir. Und wenn beides in alles sein darf, also auch im schönsten taoistischen Sinne, es darf alles sein. Da darf eine Härte sein, da darf eine komische Absicht bei dem anderen sein. Ich gucke, dass ich frei bleibe und damit umgehe und dann schaue, was passiert und spiele damit. Und dann ist vielleicht, ne, trickst man ja auch rum ein bisschen. Dann kann man ja auch die Räume extra ein bisschen da und da öffnen, sodass der andere da reingelockt wird oder sowas. Und das ist dann ein großes Spiel damit. Und das meine ich mit wir. Dann passiert erst wirklich was in der Essenz. Du hast gerade zum Beispiel Blockaden erwähnt, die man haben könnte, wenn man mit dem anderen zusammen ist oder mit der anderen. Das bringt mich auf etwas Eigenwerbung. Das letzte Kapitel unseres Buches Rücken und Knie im Tai Chi effizient und gesund bewegen beschäftigt sich genau mit diesen Blockaden. Ja, also Leute, hier Buch kaufen, lesen. Vielen, vielen Dank. Ja, bitte entschuldige, ich habe da unterbrochen. Nochmal kurz zurück zu den Generationen. Du bist in der 16. Generation. Warum sind das so wenige? Denn diese Liste, die aufgestellt wurde mit den 60 Generationennamen, die ist ja aus dem Ende der Song-Zeit. Ne? Ist ja unheimlich lange her. Warum seid ihr erst in der 15. Generation, der 16. Generation? Ja, es liegt so ein bisschen im Dunklen, wie alles, was mit dem Daoisten zu tun hat dort. Es wurde von Generation zu Generation weitergegeben, eine Zeit lang, und dann gab es ganze lange, lange Jahrzehnte, vielleicht Jahrhunderte, wo nicht viel passiert ist. Es gab Unruhen in China. Also es hat wirklich, wirklich gedauert. Und dann gab es irgendwann jemand, der in den Tempeln diese Schriften gefunden hat und gesagt, ach, sind wir bei der und der Generation? Wieso ist das nicht weitergegangen? Ich führe das jetzt weiter und nehme wieder Leute auf. Das wird auch alles schriftlich niedergelegt. Also es wird dokumentiert dort. Und während der Kulturrevolution lag es auch wieder lange brach. Interessanterweise war es ja tatsächlich so, dass Anfang der 80er Jahre, also jetzt 1980er Jahre, da gab es ja kaum noch überhaupt irgendwelche Kampfkünstler in den Wudang-Bergen. Das war ja kurz davor auszusterben. So wie viele andere Kunstformen in China übrigens auch, direkt nach der Kulturrevolution. Ne? Ja. Und es gab dort einen Abt in dem Shishyogong, dem purpurnen Wolkenpalast. Der hat gesagt, so jetzt sollte es weitergehen. Und zwar nicht nur hier in den Wudang-Bergen, sondern wir sollten uns auch überlegen, ob wir uns der Welt öffnen.
Kinder ab. Der hat die 14. Generation ins Leben gerufen. Er hat sowohl Xuanwu-Pai als auch Sanfang-Pai-Meister losgeschickt. Und der Xuanwu-Pai war der Meister Yo Xuande. Und da ging es erst richtig wieder los. Und er hat auch schon viele Westler aufgenommen, ne? Yo Xuande. Also die ersten Westler sind in der 15. Generation. Und jetzt geht es weiter und die 16. öffnet sich. Yo Xuande gibt es noch, ne? Wie alt ist der? Weiß ich gar nicht. Ja, den gibt es noch. Der ist in Nanwudang, also im südlichen Wudang-Bereich, hat da eine große Schule, auch ein Tempel, hat viele, viele Schüler und Schülerinnen, auch im Ausland. Und den gibt es noch. Der ist auch sehr, sehr hoch angesehen. Ach so, ich wollte noch erzählen. Meister Tian Liyang, also 15. Generation, der wurde jetzt zu diesem purpurnen Wolkenpalast eingeladen von dem neuen Abt dort, der gesagt hat, es kann nicht angehen, dass hier auf unseren Höfen, in unseren Innenhöfen immer so viel trainiert wird von Ausländern oder von irgendwelchen Schulen, die hier sind, ne? Und dass wir gar nicht so sehr unsere Nonnen und Mönche darin weiter geschult haben. Auch das sollte sich jetzt mal ändern, denn das ist was Wesentliches unserer Kultur hier in den Wudang-Bergen. Es sind nicht nur die daoistischen Tempel und ihre Rituale, sondern natürlich gehört die Kampfkunst dazu. Und jetzt geht es erst los, dass sie Meister Tian Liyang eingeladen haben, dort zu unterrichten. Er unterrichtet die Nonnen und Mönche und der Abt selber macht auch mit. Ja, nett. Mhm. Ich glaube, wir werden uns nach der Aufzeichnung hier einfach noch ein paar Stunden lang weiter unterhalten. Das ist so interessant, was du sprichst. Oder ich lade auch mal den Joe Augustin ein. Mit dem habe ich auch schon gesprochen. Der hat auch Lust. Es kann allerdings gut sein, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ich erstmal eine Pause mache, weil ich gerade selber privat ziemlich viel andere Dinge tue. Vielleicht mal ein paar Folgen auslassen. Aber ihr habt ja schon so viele Folgen, die ihr hören könnt. Da habt ihr es bestimmt noch gar nicht geschafft, alle anzuhören. Also greift mal auf die Älteren zurück und wir hören uns dann ein anderes Mal wieder. Dir, Birte, vielen, vielen Dank, dass du heute dabei warst. Ganz spannendes Gespräch und man hört, wie viel dann auch hintersteckt. Du hast übrigens auch gerade jetzt eine neue Homepage. Und da kann man einfach mal deinen Namen googeln und dich dann da direkt finden. Ne? Und wer Interesse hat, ja, kann dich kontaktieren oder aufsuchen. Ja, danke. Ich finde es immer wunderbar. Also ich habe ja schon ein paar Podcasts gehört, die du gemacht hast. Und ich finde es so toll, dass du so interessiert bist und auch so tolle, kompetente Fragen stellst und so dabei bist. Ich könnte mich auch noch stundenlang mit dir unterhalten. Gut. Dann sagen wir erstmal tschüss, bis zu einem anderen Mal, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Und danke, auch wenn ihr abonniert oder auch mal ein Like da lässt. Das ist auch immer sehr super, weil das nämlich die Sichtbarkeit erhöht, sodass andere den Podcast auch wieder leichter finden können, die vielleicht auch Interesse daran haben. Bis dann, tschüss.